Hallo zusammen, wir haben Mittwoch, den 24. Juni und es ist 10.16 Uhr, wenn ich diesen Film starte. Mein Name ist Christian Schlegel und in diesem kleinen Clip geht es um den Dow Jones. Ziemlich genau, auf den Tag genau, in 3 Wochen nicht mehr gesprochen. Da waren wir ungefähr hier und die Aussage seinerzeit war, der Kaufdruck ist nach wie vor vorhanden und wir nähern uns mehr und mehr der 200-Tage-Linie. Das sollte dann mal eine Bremse darstellen, das war eine Bremse für einen Tag und dann waren wir 4 Tage drüber. Jetzt passiert hier eine ganz interessante Geschichte, das ist ein Geklüngel von verschiedenen gleitenden Durchschnitten. Ich benutze die gleitenden Durchschnitte, die SMAs hier in diesem Chart und den EMAs, da arbeite ich nur bei dem MACD hier unten mit drin. Sonst sind das hier ganz normal. Das ist die 200-Tage-Gleitendurchschnittslinie, die 10er und die 20er, sozusagen die Mitte der Bänder. Die Bänder sind insgesamt sehr eng wieder. Das ist bei 25.000 zu 27.530. Das ist akzeptabel, völlig normal. Das hier ist schon recht eng und das ist natürlich extrem weit. Wir sind genau in der Mitte der Bänder und wir treffen uns oder wir handeln hier beim Dow Jones um 10, 20 und 200 Tage Linie herum. Ich mache es mal ein bisschen größer, damit Sie es besser sehen. Das hat man selten so. Also dass jetzt da alles da so rumklüngelt, das ist sehr selten. Ich teile ja gern die Börse auf in die verschiedenen Marktteilnehmer. Also die einen machen reine technische Analyse, die anderen machen mathematische Analyse, dann die Fundis, dann gibt es die Bauchhändler, dann gibt es die, die nach Bollinger Bändern gehen, es gibt die LJ-Wellenleute und so weiter. Und das ist halt jetzt ganz interessant für die Leute, die Trendfolgemodelle machen, nachgleitenden Durchschnitten, die gehen raus. Also die sind jetzt nicht mehr long, die müssen jetzt hier raus, weil 10 Tage bricht 200 und 20 nach unten. Ob die short gehen, ist eine andere Geschichte, aber zumindest fallen die als Käufer aus. Wir sind in Amerika relativ kurz vor den Wahlen. Ja, ich erinnere mich in Frankreich, als es darum ging, Sarkozy gegen Hollande, da hat Hollande deshalb gewonnen und ist ja nach eigener Aussage auch der schlechteste Präsident von Frankreich gewesen. Ich halte mich da raus, er hat es selbst gesagt. Hat einen Tag vor der Wahl versprochen, ich nehme die Mehrwertsteuer auf Benzin raus. Deswegen hat er gewonnen mit, glaube ich, 0,5 Prozentpunkten. Ich glaube, nachdem das jetzt also richtig losgeht mit den verschiedenen Auftritten da, dass man permanent damit rechnen muss, dass irgendeine markante Aussage kommt, ob die dann stimmt, eingehalten wird oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Ja, aber da wird irgendwas kommen. Mit sowas muss man immer rechnen. Das ist das, was den Dow jetzt momentan so schwierig macht. Und den DAX deswegen, weil wir als Appendix vom Dow gelten, auch nicht gerade einfach. Deswegen da einmal aufpassen. Ich mache in solchen Phasen immer das Volumen einfach ein bisschen runter, die Stops ein bisschen weiter weg oder gehe in kürzere Zeiteinheiten, wie zum Beispiel 4 Stunden oder 1 Stunde. Also, jetzt hier für den Dow gesprochen, wir sind völlig neutral, handeln um die 20-Tage-Linie rum. Wir sind im Moment, ich muss gerade mal eben schauen, rechnen wir den Dow bei 25.900 und sind dann somit 1%, 256 Punkte sind wir unter dem Schlusskurs von gestern. Wir gelten über die Stochastik als völlig neutral. Und auch das MACD gibt keinerlei Signal. Also das ist ein Non-Event hier momentan. Deswegen muss ich es an den Chartmarken festmachen. Und die gelten bei mir hier als den oberen Bereich. Das ist die 27.539. Das sind diese rund drei Hochs, die wir hatten von vorletzter Woche. Und die erste Unterstützung ist die 24.827. Wenn wir da drunter gehen, muss ich davon ausgehen, dass wir auch die 24.000 sehen. So, jetzt schauen wir mal hier nach einer Call-Option. Ich habe den hier von Goldman Sachs, das ist ein Open-End-Schein, Basis 23.759. Da sind wir also hier unter dem 38er Retracement, unter allen gleitenden Durchschnitten, unter dem unteren Band, unter dem letzten Verlaufstief. Also näher möchte ich nicht rangehen. Es ist auch nicht der Zeitpunkt für momentan, meine ich. Für mich ist der Markt völlig neutral. Und momentan hat es hat die Kennnummer GC4VJ1. Jetzt schauen wir mal, das ist ein Hebel von, gerade im Moment 12. Ja, mir fällt da nichts anderes zu ein. Ich möchte nicht zu nah an den Markt hier rangehen. Gucken wir mal auch mit dem Hebel 12, wo wir da landen mit dem Put. Und der gefällt mir, der ist schön.
Dieses Hoch hier, das waren die 27.650. Ich gehe sogar noch über die 28.000 mit diesem Schein hier, das ist 28.085. Ebenfalls Open End von Goldman. Und das ist hier die Kennnummer GB9VTE. GB9VTE. Ebenfalls ein 12er Hebel. Das sind die beiden Scheine, die mir einfallen. Ansonsten, ich gebe es zu, es ist für mich hier im Moment ziemlich neutral mit einem leicht negativen Beigeschmack. Sagen wir es mal so. Ich wünsche Ihnen ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye, ciao.